Yours 24. Dein Eventportal im Internet. Hier ist euer Junge Farsi, neudeutsche R&B, für die Leute von Yours 24. Party on, party people. This is definitely the wickedest thing I've ever heard in my life. I do it, dog, break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the thing I'm doing. Get up, put your drinks down. Don't want y'all sloshing your drinks out all over that new cheap blouse. Ain't nothing but a swallow in it anyhow. Herzlich willkommen hier und heute aus dem 0 Grad in Aalen. Bei mir, neben mir auf unserer Community Couch in Aalen, habe ich Fassi. Fassi, du bist heute die Vorgruppe, der offizielle Opener zu Piti Pablo. Erstmal herzlich willkommen. Servus Alex, Yours 24, Farsi hier. Ja, Opener, Vorgruppe. Was bringst du mit? Welche Erwartungen hast du den heutigen Abend? Also ich bin erstens mal sehr froh, dass wir die Show machen können als Vorgruppe von so einem großen Act. Und die Leute sind hier verdammt heiß. Ich denke mal, es wird eine sehr gute Party. Ich erwarte viel Stimmung. Wir hoffen das natürlich auch. Ja, wie kommt's denn, dass du hier und heute hier bist? Also vom 0 Grad aus, der Jelly von Southam Entertainment hat mich gefragt, ob ich das heute machen kann und will. Und ich habe natürlich gleich ja gesagt. Ich meine, ich habe ja hier viel Kontakt mit dem Club und mit dem Besitzer und den Veranstaltern. Wie gesagt, Jelly hat mich gefragt, ob wir es machen. Viele Geschichten, die er gemacht hat bis jetzt und auch in Zukunft gibt es viele Sachen, die er macht. Und ich habe natürlich gleich gesagt, machen wir. Hat auch gut reingepasst, weil wir gerade in letzter Zeit, in den letzten Wochen, viele Opener-Geschichten machen durften. Und perfekt, hat sehr gut reingepasst. Ja, Piti Pablo ist ja eigentlich ein größerer Star. Wie kommst du denn eigentlich dazu, bei so großen Stars mitzuarbeiten? Wie ich dazu komme? Also, ich habe sehr lang, meiner Meinung nach, gute Musik gemacht und das Feedback von den Leuten war auch sehr gut. Und einige Booking-Firmen sind darauf aufmerksam geworden, haben gesagt, die brauchen ja immer Opener, immer Vorgruppengeschichten. Und so ist es eigentlich dazu gekommen. Ich habe mehrere angefragt, ob ich das machen will, ob ich das machen kann, genauso wie jetzt. Heute für Piti Pablo von Southam aus. Und ich habe gesagt, klar, machen wir. Super Möglichkeit, nehme ich mit. Klar, bietet sich immer gut an, um auch hier in der Gegend noch mehr rauszukommen. Ja. Ich habe auf deiner Autogrammkarte, auf deiner Karten gesehen, deutsche R&B. Fassi, erzähl mal, was können wir uns unter deutschen R&B vorstellen? Also deutsche R&B, es gibt nicht viel deutschen R&B. Deswegen ist die Frage auch berechtigt, weil wenn du sagst Hip-Hop, amerikanischer Hip-Hop, kennt jeder. Auch deutschen Hip-Hop kennt mittlerweile jeder. Aber deutsche R&B, es gibt nicht viele Künstler. Und viele fragen auch, warum machst du nicht englische Musik? Ich finde, Deutsch ist halt die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Das ist meine erste Sprache. Und ich finde es auch eine schöne Sprache und ich finde, es ist schade, dass viele Leute sich den englischen Weg oder den englischen Weg einschlagen, englische Musik machen. Ich finde Deutsch super, ich bin R&B-Freak, ich liebe R&B einfach, ich liebe Musik. Für mich gibt es da gar keine Frage. Das ist mein Ding. Und deutsche R&B, die Leute können einfach mal schauen, im Internet raufgehen, schauen. Es gibt nicht so viele Künstler und da ist auch die Chance noch groß viel zu reißen. Ja? Ich denke gerade dadurch, dass deutsche R&B eher noch im Unbekannten liegt, nimmst du dir bestimmt auch einiges für die Zukunft vor. Hast du schon konkrete Vorhaben für die Zukunft? Auf jeden Fall. Wir wollen, oder ich will noch viel erreichen. Also wir wollen in Deutschland etwas reißen, auf jeden Fall. Und die Leute können gespannt sein. Es wird auf jeden Fall sehr viel kommen. Wir haben in nächster Zeit haben wir ein paar Shows noch. Also wir haben gerade in letzter Zeit, haben wir, wie gesagt, wie die Pablo machen wir heute die Show. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben für Ja Rule Opener gemacht für 112, R&B-Legende, die erfolgreichste R&B-Gruppe weltweit, die es je gab. Für Lil Jon machen wir am 30. Mai im Club Liberty in Neu-Ulm. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich meine, Lil Jon kennt jeder und ich glaube, das ist schon eine krasse Nummer. Ja, beantwortest du deine Frage? Meine Frage beantwortest du auf jeden Fall, aber ich denke, wer noch ein bisschen mehr über dich wissen möchte,
Wo gibt es die Möglichkeit, im Netz oder so irgendwas über dich zu erfahren? Hast du eine Homepage? Ja. www.farc.de. Farc, P-H-A-R-C-E-E. Ist ein bisschen schwierig für manche Leute. Da kann man drauf gehen, auf meine MySpace-Seite, offizielle myspace.com/farc. Und oder auf YouTube. Es gibt viele Leute, und das finde ich auch sehr geil, es gibt viele Leute, die so Internetvideos machen mit irgendwelchen süßen Bildchen und so weiter. Finde ich sehr geil. Mit meinen Songs drunter gelegt und so weiter. Kann man auch sehen. Also myvideo.de, youtube.com und so weiter auch. Ja. Und ich denke auch, auf unserem Video wird man noch, nachher noch ein bisschen was von dir sehen. Eure Seite, genau. Wir sind total gespannt auf deinen Auftritt, Leute. Come on, little mama, work it for me, make a play, I wanna spend some money. Come on, I don't really like spending money, but you do what you do and do it well. I'ma show off that body you got it, that go so hot. You working at, you turning at, you looking at, like a fly. Show off that body you got it, that go so hot. You working at, you turning at, you looking at. Look good, empty, nothing in them, nothing in them. No silicone, no lipo, no Botox, no thumbs up, no natural. That the day's world when a man brought her in this world. Good looking mama, that good, that hot, and that make an athlete lose the breath. And then if you got asthma, then your little pumps out. You gon' need a couple skirts to keep falling out. For real, them both five on a Richter scale. And a high number you can go with 12. Shorty shaking like hell, to be shame herself. Your creator couldn't rock the bill that way. Heute singe ich euch kein Ständchen, das gab's in Schondorf, nur der tolle Kameramann Mr. Stefan Lichti ist nicht fähig, dieses Video online zu stellen, deswegen knipse ich heute ein paar Bilder. Und der erste, den ich heute knipse, der ist der Klippe.